So, meine Freunde, da sind wir wieder zu einem weiteren Part der Bloody Platy Nuzlocke Challenge und ich entschuldige mich jetzt schon im Vorhinein, dafür, dass der Part ein klein wenig laggy wird, ist liegt einfach daran, dass ich gerade nebenbei noch was am Rendern bin, ja, aber ich muss den Part jetzt auf jeden Fall drehen. Ich habe mir heute schon eine neue externe Festplatte bestellt, damit ich mal mein System hier neu auflegen kann, weil ich habe noch wichtige Daten drauf, ich darf sie nicht verlieren, ich muss sie auf jeden Fall auf eine Platte ziehen, ich habe keine zur Verfügung gehabt, dementsprechend habe ich mir jetzt eine heute bestellt, morgen soll die eigentlich auch ankommen, laut Hersteller. Ich vertraue denen einfach mal und dementsprechend wird der Part, ihr seht es, ein klein wenig laggy, aber ich auf jeden Fall Zeit mehr. Ist eine einmalige Sache. Vielleicht wird der nächste Part, vielleicht, ich weiß es ja nicht, ne? Vielleicht wird der nächste Part auch noch so. Dementsprechend spielen wir heute in diesem Part wahrscheinlich relativ viel. Aber ich würde unbedingt nochmal Bloody Platin drehen, weil ich dieses Projekt auch mal langsam beenden will. So. Und das wird bombastisch, glaubt mir. Wir sind bald soweit, bald ist es... Oh. Ach scheiße, ein Trainer. Ich möchte jetzt hier einfach nur schnell durch. Und ja, viele haben sich Bloody Platin gewünscht. Den Wunsch will ich ihn erfüllen. Und wenn ihr euch Bloody Platin schon so sehr wünscht, dann könnt ihr auch mal über ein paar kleinere Lecks hinwegschauen. Ich mache mir auch gar keine Sorgen. Dass sich da jetzt irgendeiner beschweren wird von wegen, ey, was soll das? Kannst du uns doch nicht antun, sowas. Ja, muss. Ja, manchmal muss das sein, ja, also. Leute. Chili Milli Vanilli, sag ich da nur. Und I like James, habe ich ganz vergessen zu zeigen. Auf Level 70. Ja. Ich hoffe mal, er wird seinen Job ganz gut erledigen als Elektro-Counter. Vorübergehender Elektro-Counter. Ich weiß nicht, ob ich im Team behalten werde oder nicht. Keine Ahnung. Außerdem habe ich auch nicht mehr so viele Gelegenheiten, Pokémon zu fangen. Was ich auch sehr schade finde. Aber hätte, hätte Fahrradkette. Was soll man machen? Was machen Sachen? Keine Ahnung. und ja. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, Top 4 wird auf jeden Fall mit Cam sein. Ich weiß, glaube ich, auch schon, wie ich das technisch und so weiter anstellen werde. Lass dich einfach mal überraschen. Wie immer wird es dann so sein, dass pro Top 4 Mitglied ein Part auf Normalspeed, damit es auch besonders episch ist, ja. Und ja, ey, ich freue mich schon so unglaublich doll, wenn ich mein System endlich neu aufgesetzt habe. Weil, ihr müsst wissen, am Anfang war mein, ich benutze einen Laptop, ohne Scheiß. Am Anfang war der echt geil. So über 6 bis 8 Monate hinweg war der top. Aber dann wird er immer langsamer und langsamer. Und jetzt habe ich so einen Punkt erreicht, wo ich mir denke, Alter, jetzt beginnt auch noch No Cage GBA anfängt an zu laggen. Darf so nicht sein. Und darf auch so nicht sein. Dementsprechend muss ich da jetzt mal was gegen tun, indem ich mein System dann auflege. Ich habe da aber noch ein paar wichtige Daten drauf. Unter anderem ein paar Filmchen und so weiter. Ne? Die eine oder andere Person weiß jetzt, was es für Filmchen sind, die mir besonders am Herzen liegen. Aber ihr kleinen Ratten. Ihr kleinen Ratten. Ohne Scheiß, das klang jetzt so falsch. Ihr denkt bestimmt wieder an das ein. Oh, fuck. So ist aber nicht. Das sind andere. Noch Mann. Das hast du, glaube ich, selbst das Bein geschossen. Oh, ne. Ach, ohne Scheiß. Verpiss. Ich bin der Franzose. Bitte geh Frau Schäke lassen. Aber lass uns bitte in Ruhe. Komm. Zieh Leine. Geh mit Benzema und Ribéry irgendwo in Marseille kicken. Komm, bitte. Danke. Aber was hat er uns jetzt gegeben? Das klang jetzt ein bisschen interessant, was er uns hier gegeben hat. Die schwarze Flöte. Wofür brauche ich die schwarze Flöte, wenn ich sowieso Topschutz habe? Lappen, ey. Richtiger Lappen. Den habe ich eigentlich hier vorne. Ah, Code Lips, okay. Ich mache mir ganz, ganz große Sorgen, Leute. Bezüglich den Kämpfen auf der Sperrsäule. Das wird nicht lustig. Das wird definitiv nicht lustig. Das wird sehr, sehr schmerzhaft. Das ist sehr böse. Habe ich eigentlich genug Tränke? Ich hoffe doch. Und erster Kampf heute. Wir Rüppel haben 2 Aufgaben. Zum einen dafür zu sorgen, dass unsere Operation am Gipfel gelingt. Und zum anderen fernhalten von jeglichen Eindringlingen. Für Sparta. Nein, für Cyrus. Cyrus. So, ich habe auch nachgeguckt, wo es für Rossana oder für Code Lips Gedankengut gibt. Und Gedankengut finden wir wohl oder übel erst nach den Top 4 bei den, was war das? Bei den... beim Duellturm oder in der Kampfzone, genau. Und das dauert mir ein bisschen zu lange. Dementsprechend werde ich mir leider nicht ein Rossana mit der Fähigkeit namens Gedankengut aneignen können. Und oh mein Gott, was ist das für ein Sprite? Was ist das für ein Sprite? Stimmbruch. Oh, Blizzard, ja.
Bei mir würde Blizzard natürlich nie treffen, weil nee, komm. Also Blizzard hat schon einigermaßen oft getroffen hier bei Cold Lips. Also sollen wir jetzt auch nicht rumüglen, sondern uns freuen, dass wir jetzt eigentlich relativ wenig Probleme haben. Brock jetzt auf Level 69. 69. Finde ich lustig. Ja, und wisst ihr? Ah, genau. Der Desmume wird dann auch schneller laufen. Mit Black and White 2. Also ihr könnt euch schon einiges gefasst machen. Es wird echt geil. So, jetzt erstmal wieder Eisstrahl. Ja, ey. Eisstrahl wird jetzt zum ersten Mal überhaupt benutzt, ne? Und direkt richtig geil. So lobe ich mir das doch. So ein Rätsel was. I like James, komm. Satzenia, Satzenia. Okay. Nur ist davon, Blättersturm. Nice, und trifft sogar. Hat er nur eine Trefferquote von 90%, aber bei uns trifft das sogar. Ich liebe Rihorn und Rizeros, ohne Scheiß. Irgendwann muss ich die auch auf jeden Fall ins Team nehmen. Auch wenn ich Rihornia nicht so mag, da finde ich Rizeros viel cooler. Aber Rihornia muss ich ja, weil ich möchte jedes Pokémon mindestens einmal irgendein Let's Play benutzt haben. Das ist so mein Ziel. So mein erklärtes Ziel für mich selbst. Und ich hoffe, dass ich dieses Ziel irgendwann mal erreichen werde. Kommen ja noch einige Pokémon Let's Plays auf uns zu. In diesem Let's Play habe ich wieder viele Pokémon benutzt, die ich eigentlich nie benutzt hätte, eventuell. Satzenia zum Beispiel. Wobei, eigentlich finde ich Satzenia cool. Ich finde es definitiv cooler als Gifloor. Aber Gifloor ist halt strategisch stärker, meiner Meinung nach. Weil es eben auch bessere Wallfähigkeiten hat. Krassere Attacken. Unter anderem Egelsamen. Auch wenn es ein Zuchtmove ist, aber egal. Ich mag es einfach. Sternschaft, okay. So, hier war doch irgendwas mit diesen komischen Platten. Ne, mit den Orbs war hier, ne, irgendwas. Hier findet man nämlich den Diamant und den Perlorb, wenn man den Wasserfall da hochsurft. Für Dialga und Palkia. Interesting thing. So, ich stelle das Item da unten, oder ne, komm. Wir sind so ein Item-Hunter. Och man, bei diesem Ort werden so viele Erinnerungen wach. Mein Platin Lowrun. Damals doch hier mit Eddie Essa. Als Gast. Das weiß ich noch. Und der hat sich darüber beschwert, dass ich die ganze Zeit alle Items haben wollte. Hat mich irgendwie Penner und so genannt. Ey, Mann, das waren Zeiten. Mein geilstes LP überhaupt. Also das erste geilste LP überhaupt. Ich habe viele geile LPs. Flora Sky. Flora Sky. Chocuzel. Schwarz auch. Chocuzel. Gold Expert. Eigentlich alles. Ja, ich weiß, Eigenumstieg, aber trotzdem. Ich bin einfach, ich mache hier klasse Arbeit. Oder wie seht ihr das, Leute? Jetzt mal ernsthaft. Mache ich hier klasse Arbeit? So ein kleines Feedback eurerseits wäre auch schon ganz nett. Ja, wir sind schneller als alle seine Pokémon. Immer sind wir EV trainiert. Jetzt kommt wahrscheinlich noch ein Gengar. Hahaha. Ha, ha. Pass auf. Wenn jetzt ein Gengar kommt, dann kriege ich 500 Euro von euch. Danke, abgemacht. Oh, wo sind meine 500 Euro? 500 mal meine Zuschauer gleich. Pff, du brauchst ja nie mehr arbeiten zu gehen. Ja, eigentlich schon. Aber trotzdem. Oder? Sagen wir 500 mal 3000. Boah. Einfach 3-0 an 500 dran. 500.000 Euro. Boah, da müsste ich echt in die Arbeit gehen. Mit 500.000 Euro würde ich von den Zinsen leben. Oder versuchen zu leben. So, das ist jetzt natürlich blöd. Roxana kann nichts gegen Sneevil machen. Also wechseln wir Eggie Egg ein. Was waren das denn für komische Geräusche? Keine Ahnung. Ah, was wäre? Boom! Macht die Handschusswaffe. Boom! Macht die Shampoosflasche. Kollege Blatt, um deine Bitch steckt dein Blut von meiner Anzugjacke. Und ich schicke sie auf der Reeperbahn-Mannschaften. Dein Team besteht aus Schwuchteln, sowie Federballmannschaften. Bam! No, was wäre? Und zwar diesmal auf Snee. Bonner! Weitere Vierfachschwäche in 100%iger KO. Sag ich ja. Und hau rein. Egg Level 70. Ah, ja. Das Projekt neigt sich langsam die Ende zu. Finde ich schade. Aber alles hat ein Ende. Nur Breakers Nase hat 2. Ja. So, ich wollte ja gegen jeden Trainer kämpfen, ne? Das heißt, ich muss jetzt auch hier runter. Ach, schade. Habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Egal. Nur für euch, damit ihr wisst. Just for you, Bitches. Das ist unsere letzte Operation. Niemand wird uns in die Quere kommen. Ei. Tauros, aka das Lieblings-Pokémon von Frau Beng.
So, ich wechsle jetzt einfach mal Cold Lips rein. Nice predicted. Jetzt muss Hypnose treffen. Oh mein Gott. Aber Taurus kann noch gar keinen Move eigentlich, der uns jetzt irgendwie schaden sollte. Oder jetzt nicht. Ne, kann's nicht. Kann's nicht. Treff. Jawoll. Jawoll, jawoll, jawoll. Okay. Auch gepokert, aber noch nicht gewonnen. Warum ich stärker einsetze? Nun ja, er hat zweimal Angriffe reingesetzt, unseren Angriff. Ich hasse diese One-Turn-Sleep. Das ist. Hochgepokert und gewonnen. Da haben wir Glück gehabt. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Ja, und Rübel wird auch besiegt. Ha, ha, ha. So, dann machen wir weiter. Auf Leder reiten. So, ich glaube, eine Trainerin gibt es hier noch, und zwar die hier. Also in diesem Areal, in diesem Teil der Höhle. Und die werden wir jetzt auch noch machen. Danach kommt, glaube ich, auch nicht mehr so viel. Da kommt halt noch die Speersäule. Das wird definitiv sehr, sehr spannend. Ich bitte keine Verluste. Ich möchte bis Sonnewiek. Am besten bis zur Top 4 keine Verluste mehr. Ja, genau, genau. Bis zur Top 4 möchte ich keine Verluste mehr hinnehmen. Das ist so das, was ich mir wünschen würde. Ich hoffe mal jetzt, das war jetzt schlau. Gasman, bitte übertreib's nicht. Bis die Hypnose trifft, irgendwie nie. Hypnose trifft hier mit Gasman irgendwie nie. In anderen Projekten, wenn ich noch irgendwie Hypnose einsetzen würde, dann trifft Hypnose immer. Aber jetzt hier bei Bloody Platy, wo ich wirklich auf jeden Treffer angewiesen bin, auf jeden Crit angewiesen bin, da trifft es nicht. Und wieder One-Turn. Ja, fick doch deine Mutter, du. Geht ja. Ah, warte, das geht gar nicht. Das ist ein weibliches Quapo. Tamer, Quapo, Tamer. Wee, 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 und Quapuzzi. Ich habe ja irgendwie letztens gelesen, dass Quapuzzi das Lieblings-Pokémon vom Pokémon-Macher sei, ne? Ja, Quapuzzi hat was, ne? Also Quapuzzi ist definitiv auch, hat was Süßes an sich. Was Sweetes. Was Sweet 16. Ah, hier gibt es ja doch noch einen. Ich fasse es nicht, du hast mich bisher verfolgt. Lass uns kämpfen. Okay. Zubat. Naja. Der Typ ist wahrscheinlich noch ein Goldbad und ein X-Bad und ja. Den ganzen Rest von der Zubat-Sippe, von der Batman-Sippe, von der Fledermaus-Sippe. Yasippi. Yasiki. Hahaha. Eistrahl ins Maul von Goldbad. Ah, das finde ich geil. X-Bad. Komm, Brock. It's time for you. Brock Lesnar gegen Triple H. SummerSlam 2012. Ist gut. So, ein Eiszahn. Eiszahn gegen Giftzahn. Oh, welcher Zahn ist stärker? Ja, meiner natürlich, ne? Einfach viel zu overpowered, Brock Lesnar. Du bist einfach nur fucking strong, man. Fucking strong. Gebt euch einfach an die Power von Brock Lesnar. Unglaublich. Der wird uns bei der Top 4 Gold wert sein. Wisst ihr, Frau Bang meinte schon so, du musst aufpassen. Weil Top 4 sind viele Pokémon, die Elektro-Attacken können. Ich weiß, aber Brock Lesnar wird sich gar nicht erst dazu kommen lassen, ihre Elektro-Attacken einzusetzen. Ich benutze jetzt einfach mal zur Abwechslung nochmal den Detektor hier unten. Klick, klick. Oh, da gibt es ein Item. Wow. Meine Item-Nase spürt sich alle auf. Eine Heilpuder. Ah, okay. Dieser Fels ist zerbrechlich, bla bla bla. Okay. Kriege ich jetzt hier irgendwo nicht noch Drachenklaue? Ja, da hinten ist noch ein Galactic-Typ, aber der lässt uns da nicht durch. Dementsprechend müssen wir jetzt, können wir jetzt hier eigentlich wieder hoch. Da unten irgendwie, unten rechts war noch ein Item. Drauf geschissen. Denn hier geht es auch noch hoch zu einem Item. Hier gibt es ganz, ganz viele Items. Mondstein, ah, okay, ja. Für die Pokémon-Sammler unter uns, hier oben gibt es einen Mondstein. Falls ihr einen braucht, hier ist einer. Hier ist ja einer. Sertaki, Mann. Muss ihn nicht streiten. Tanzt Sertaki mit mir und deine Probleme sind gelöst.
Ja. Zitaki. Boah, das ist so bitter. Ein Gengar mit Stärke. Nee. Aber wenn Gersten ein bisschen den Top 4 überlebt, was ich wirklich hoffe, dann, klatsche ich natürlich wieder Dings weg. Stärke klatsche ich dann weg. Zertrümmerer kommt dann auch weg. Auf Eggieck, falls es bis dahin natürlich überlebt. Ich hoffe es. Und ich weiß gar nicht, wirkt jetzt Übereifer eigentlich nur bei physischen Attacken oder auch bei speziellen Attacken? Das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Würde mich freuen, wenn ihr mir das sagen könntet. Einfach unter die Kommentare schreiben. Unter die Kommentare, ja, unter die Kommentare. So. Und ist ja was. Ich werde hier nochmal Brock Lesnar auffallen. Und meine Freunde, vielen, vielen lieben Dank fürs Zugucken. Bis bald. Macht's gut und ciao. Euer Michel Lübing.